So, jetzt bin ich hoffentlich wieder zu hören und zu sehen. Ich starte dieses Kackspiel und das OBS kackt mir ab gleichzeitig. Ist ja unfassbar. In dem Moment. Tja, wer ist jetzt schuld? Ist das Spiel schuld oder ist OBS schuld? Frage werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr beantworten können. Ich drück mal wieder. Funktioniert jetzt. Ist schon lange nicht mehr passiert, dass mir hier was abschmiert hier. So, hoffentlich jetzt. Aber OBS hat ab und zu mal das Problem, zumindest am Anfang, wenn man OBS startet und dann ein anderes Programm, dass es abschmiert. Aber jetzt funktioniert's. Alter, ist das laut! Abspielen. So. So. Können wir da eigentlich weiterspielen, wo wir aufgehört haben? Ja, Welt 4. Wir müssen nochmal die erste Welt 4-Dings spielen. Ich hoffe, ihr konntet das meiste, was ich gesagt habe, noch hören, bevor ich weg war. Ah. So. Muss ich hier nochmal was kurz hier... So, das machen wir mal so. OBS. Ist OBS noch da? Ja, OBS ist noch da. Schön. Und das Spiel ist auch da und ich bin auch da und ihr seid auch da. Das ist fantastisch. So, ich hoffe, der Sound ist okay. Bei mir ist er wieder irgendwie zu laut. Ich drehe mir das immer zu laut auf die Ohren. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. So, jetzt geht's los. Jetzt wieder Werbung. Er ist wieder da. Ja, 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 ja. WB Stream. Das kommt davon, wenn man keine Energy trinkst, 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 trinkst. Wie trinke ich heute Donkey Kong Brause? Ich hab mir jetzt mal, weil meine Kollegen alle hellauf begeistert sind, das neue Red Bull Zimt Birne bestellt. Das soll mega geil schmecken. Bin gespannt. Kommt, glaube ich, am Montag oder am Dienstag hier an. Freue ich mich schon drauf. Oha. Wie wechselt man nochmal die Waffen? Ich weiß das doch alles nicht mehr. Ach so, mit dem Steuerkreuz-Ding. Ich weiß es wieder. Im Affenarsch gereift. Yeah, und mindestens 12 Jahre lang. So sieht's nämlich aus. So, für die Werbung kann ich aber nichts. Das ist Twitch seine Schuld. Ich könnte jetzt mal wie 99% aller anderen Streamer sagen, dann abonniert mich doch, es ist doch September. Am Arsch. September. Geldmacherei ist das, finde ich. Geldmacherei von Twitch. So. Es ist halt die... So, ich habe überlegt, einen Death Counter heute mal einzurichten, aber hab's dann doch lieber sein lassen. Es könnte peinlich werden. Ich wäre hier mehr am Knöpfchen drücken für den Death Counter als am Spielen. Alexa, brauchst du doch nicht. Ja, Alexa, danke dir für dein Geschenksab an der Wurstwasser. Jetzt ist die Werbung erstmal weg. Vielen Dank. Aua. Wo ist denn grün? Wo ist denn grün? Da. Oh, ist das ein Waffenwechseln? Das habe ich wieder komplett verlernt hier. Wie man das macht. Wenigstens respawnen die Gegner nicht. Oha. Und wieder rot? Okay. So. Twitch-Werbung ist leider sehr hartnäckig. Die geht durch keinen Adblocker, habe ich mal gemerkt. Die wird immer abgespielt. Hep, hep. Autsch. Und viel Spaß mit den Emotes, Wurstwasser-Elmo. Mit den geilsten Emotes, die es auf Twitch gibt hier. Bin langsam hier ein bisschen in Bedrängnis. Oh Mann. Boom. So, die Kellogg's Max-Frösche, die machen mich ein bisschen Mamulme da oben. Oh, 50% Katze. Ich bin tot. Voll. Was die Werbung?
Kannst du gar keine Werbung mehr haben, wenn du jetzt subst. Dann musst du die Seite neu laden, um sie wegzu... Kann natürlich auch sein. Versuch mal, die Seite neu zu laden. Wenn die Werbung noch da ist, wurdest du von Twitch verarscht. So, jetzt machen wir das nochmal mit Contenance hier ein bisschen. Das haben wir ja letzte Woche schon gesehen, aber das Spiel hat mir natürlich nicht gesagt, dass man beim Boss nicht beenden sollte. Sonst muss man die ganze Welt nochmal wiederholen. War natürlich ein bisschen fies. Aber, na, so lernt man auch aus solchen Fehlern. Oha. Ich wollte das nur grauenhaft betonen. Hatte keine Werbung. Aha. Grauenhaft betonen. Wie betont man etwas grauenhaft? Ich überleg gerade. Eine grauenhafte Betonung. Okay. Muss ich hier mal ein bisschen konzentrieren, Leute. Machen wir heute hier gar keinen Fortschritt während der nächsten Stunden. Das kann natürlich nicht sein. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Samstag heute gehabt mit nicem Wetter. Also hier war es wirklich super. Also die nächsten Tage soll es noch cooler werden. Also richtig schönes Spät-Spät-Sommerwetter. Das ist echt, kann gerne so bleiben noch ein paar Tage. Gefällt mir. Wunderschön. Jetzt auch nachts wieder ordentlich kühl, damit man nicht so schwitzt. Das ist echt so Wohlfühlwetter, wie man sich's wünscht. Hoppala. Jetzt habt ihr immer gutes Wetter und wir dann schlecht. Ja, du wohnst irgendwie in der falschen Ecke. Fürchte ich. Boah. Och nö, das ist eine schwere Stelle. Habe ich jetzt eigentlich auf normal gespielt? Nicht, dass ich, das kommt mir vor, als hätte ich es auf schwierig gestellt. Waren wir nicht bei der Prinzessin stehen geblieben? Ja! Ich habe die Prinzessin nur nicht geschafft und das Spiel beendet und nicht gewusst, dass man dann das, die ganze Welt nochmal wiederholen muss. So lernt man dann auch so dummen Fehlern. Naja. Aber man hat noch mehr Content. Hoppala. Gestern war der 22. übrigens und gestern ist das neue Bud Spencer Terence Hill Spiel Slaps and Beans 2 rausgekommen. Gibt's demnächst auch hier auf dem Kanal. Freue ich mich auch schon drauf. Habe ich ja richtig abgefeiert den ersten Teil. Bin mal gespannt, wie sich der zweite so schlägt. Da werden wir auch wieder coole Musik hören. Oh. Ja, vielleicht ein bisschen schneller laufen. Und 50%. Yay. Vielleicht aber die Frösche leben lassen. Oh, rot. Wir haben auch einen langen Stock, du. Wieder mit Musik von... Oh ja, natürlich. Oliver Onions gehört dazu. Unter anderem, es gab ja auch noch einige andere Interpreten. Oh Gott. La Bionda, glaube ich, hat da auch viel gemacht. Oh. Zum Glück sammle ich hier so viel Herzen ein. Ich werde von allem getroffen. Mann. Nein. Ich bin gleich tot. Mause tot. Oh nein, oh nein. Kann es sein, dass Twitch spinnt? Bei mir läuft der Stream im Hintergrund. Da steht immer noch, dass die Übertragung beendet wurde. Ich glaube, ja, Twitch spinnt eigentlich regelmäßig. Es kann gut sein. Es kann gut sein. Bei Twitch ist irgendwie immer was kaputt.
Mein Gott, es ist Samstagabend, da ist schon viel los. Also allein in meiner Liste streamen gerade sehr viele Leute. Also das wird sich generell so auf Twitch gerade zeigen, dass wirklich sehr viele streamen. Dass da alles ein bisschen überlastet ist im Moment. Das war ja schon immer so. So, oh, hi. Ah, der braucht blau. Der braucht blau, blau, blau. Da, 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 da. Okay. Wir sind grün. Grün, grün, grün. Und rot. Auch mal mit deinen Bienen hier zu spucken. Aua. Oh. Der braucht rot. Hatten wir gerade am Start. Mhm. Boah, ohne Treffer hier. Wir perfektionieren das ja hier. In einer Weise. Wow. Oh, wie dasht man nochmal? Ich hab's vergessen. Wie bei Cuphead, oder? Ja, ja. Perfekt. Wie bei Cuphead. Mhm. Und die 50% Katze sagt uns, dass wir es bald geschafft haben. Hoffentlich. Stream läuft einwandfrei, so muss das sein. Kristallklar und einwandfrei. In schönstem Full HD. Ich habe letztes Mal auf meine Stream-Statistiken geguckt, da irgendwie 58% der Zuschauer im letzten Stream haben vom Handy aus geguckt. Da brauche ich eigentlich noch Full HD zu streamen. Wenn alle auf dem Handy gucken. Die meisten schauen auf der Twitch-App. Hoppala. Kommst du? Ja. Der heiße Fleischklops kommt. Oh Gott. Der Patch kam leider immer noch nicht raus, den sie mal versprochen haben zu bringen in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob sie den nochmal bringen. Vielleicht scheint das auch sehr kompliziert zu sein, den zu programmieren. Autsch. Das war ganz schlecht. Getimed. Und hi Ramsey. Guten Abend. Servus. Gucke öfters vom Handy aus. Vor allem, wenn meine Freundin wieder GZSZ guckt. Was gibt's das immer noch? Das läuft doch schon auch gefühlte 250 Jahre, oder? Macht Andreas Elsholz da noch mit? Der war mal gut. Summer, summertime. Ja, da habe ich das zuletzt geguckt. Ist schon ein paar Tage her. Oha! Boah, dieser Dash ist so Gold wert, du. Hey, Abschnitt geschafft. So, Boss Time. Ein bisschen verwirrt. Die Prinzessin ist wieder da. Den Frosch konnten wir ja nicht abschießen. Das war ja bei Bossen immer so. Wir konnten die Handlanger nie abschießen, sondern nur den Boss selbst. Und den Helfern konnten wir immer nur ausweichen. Und sorry, dass ich ausweichen sage. Ja, ich komme aus Hesse. Ausweichen. Ausweichen heißt das. Entschuldigung. Versucht es immer ein bisschen zu unterdrücken, aber es gelingt mir nicht immer. So, darf ich jetzt hier weiter spielen? Ja, gut.
Der Gerner, ich glaube, der Gerner, da habe ich irgendwas gelesen. Ich glaube, der spielt dabei, bis er irgendwann tot umfällt. Der Johannes Heester ist der deutschen Soap-Unterhaltung. Oh, da kommt der Parachute-Froschi. Oh, das war schlecht. Wer soll an Andreas Elsholz war? Der GZSZ-Star der frühen Jahre, weiß ich noch. Das war so ein... Das sind die Backfische da hinterher gewesen, hinter dem. Die jungen Mädels, die fanden den alle so toll, den Andreas Elsholz. Das war der Star von denen. Das weiß ich noch. Das hat auch schon 40 Jahre her, glaube ich. Es wurde A-Team abgesetzt für GZSZ. Ja, man muss Prioritäten setzen. GZSZ ist ja so ein bisschen wie das deutsche A-Team. Kann man schon vergleichen. Aber ich weiß noch, stimmt das? Früher mal A-Team abends. Oder Knight Rider. So Sachen. Das waren noch Zeiten, du. So. Haben wir hier die Libellen? Werf ich die? Ich krieg zumindest ein Trefferfeedback. Oh, es scheint zu stimmen. Naja. Mega Ausschluss in Lindenstraße, obwohl das auch kacke war. Lindenstraße hat meine Mutter immer geguckt, aber auch nur in den ersten Jahren. Da war es ja auch noch, glaube ich, lustig. Da war die. Da war diese Putzfrau noch da. Diese lustige Putzfrau, Else. Else Kling war da noch dabei. Das war noch Zeiten, du. Kann ich mich noch mal erinnern. In der Lindenstraße, dann haben wir zu Abend gegessen. Und nach dem Abendessen lief einmal im Monat zumindest die geile Knopf-Off-Show. Das habe ich geliebt. Das durfte ich nicht verpassen. Das war meine absolute Lieblingssendung im Fernsehen. Die Knopf-Off-Show. Das war klasse. Wieder. Letzter Hitpoint. Oh Gott. Oh ja, schön. Stimmt, das habe ich auf Twitter gelesen. Oder X, oder wie das jetzt heißt. Stimmt, der Retrocast hat einen Podcast zur Knopf-Off-Show gemacht. Das war... Den muss ich mir mal an... Den wollte ich mir sogar anhören. Weil mich das interessiert, Knopf-Off-Show. Das muss ich mir nochmal anhören. Mit Joachim Bublatt. Autsch. Ja, damals konnte man noch Fernsehen gucken. Das waren noch Zeiten. Löwenzahn mit Peter Lustig, ne? Knopf-Off-Show. Wetten das mit Thomas Gottschalk, obwohl das gibt's ja heute noch irgendwie so fast. Der moderiert irgendwie jedes Jahr seine allerletzte Wetten das Sendung. Aber sowas von letzte. Aber eine macht er dann doch noch. Aber dann ist es wirklich die letzte. Da müsste man einen Podcast machen hier. Wann wirklich die letzte Wetten das Sendung ist. Wahrscheinlich, wenn er 99 ist. Der stirbt während der Wetten das Sendung. Alte Werbespots, ja, das mag ich auch gern. Haben wir sogar hier im Stream schon uns angeschaut, alte Werbespots. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr interessant immer. Oh, spiel wieder letzten Mist hier. Soko. Soko habe ich nie geschaut.
Aber Derek fand ich immer ganz witzig. Zumindest die alten Folgen, so die ersten, die waren echt interessant. Die waren richtig gut gemacht. Und natürlich ein Fall für zwei mit Günther Strack. Telekolleg war auch klasse, ja. Da war doch immer dieser... So ein Typ mit so einem grauen Polunder hat dann irgendwie extremst kompliziertes Zeug erzählt, was man als Kind nicht verstanden hat. Q ist gleich Koeffizient zu Sinus, Cosinus und so weiter. Günther Strack, man gönnt sich ja sonst nichts. So, jetzt mal ein bisschen Konzentration hier bitte an den Tag legen. Kann doch nicht wahr sein, du. Ich treffe immer diesen blöden Frosch. Was mache ich denn da falsch? Oh, okay, man kann auf demselben Blatt wie der Frosch landen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, wenn man es kann. Aha, Cake. Kleine Rollenspinne zu Beginn als Code Open auch zum Familienduell. Familienduell war immer klasse. Und man konnte man immer nur in den Ferien schauen. Das lief ja immer morgens. Gute alte Familienduell. Oh, bitte. Nochmal wiederholen. Oder wenn man krank war, richtig. Reis ist heiß und Familienduell. Oh, das war noch Zeit nur. Wunsch als Kind den Preis ist heiß immer noch cooler fand. Hans-Werner Schulz-Erdl. Hast du wirklich Hans mit Vornamen? Ach komm. Ich gehe das irgendwie falsch an. Ich muss, glaube ich, doch dächen über den blöden Frosch. Ein anderes Wort für gut. Schlecht. Ja, ja. Das wird so... Ich glaube, ich würde auch so dämliche Antworten geben. Ja, genau. So nämlich. Eigentlich ganz einfach. Ah, eigentlich. Fuck die Henne. Nicht Hans, aber fast. Heinz-Werner Schulze-Erdl. Das ist auch schön. Ich weiß, dass Harald Schmidt mit Zweitnamen Franz heißt. Harald Franz Schmidt. Oh Mann. Leute. Nicht ins Wasser! Nicht ins Wasser. Wasser schlecht. Seerose gut. Oh.
Bin auch gerade in die zweite Phase gekommen, relativ am Anfang. Das Ding gemacht. Oh. Ah, vielleicht so. Oder. Geht so. Ist das eine Art Testküssen? Versucht ihr jeden Frosch? Der Frosch erinnert mich sehr an den Frosch, der früher auf diesen Plus-Tüten drauf war. Für die Älteren, die noch den Supermarkt Plus kennen. Mit der kleinen Preise. Da war auch immer so ein Frosch drauf. Ein Umweltfrosch. Fuck. Yes! Okay. Das war knapp gerade. Das Level ist schön mit dem Hintergrund. Das im Schloss. Das gefällt mir. Nur, dass ich hier alles treffe und mich alles trifft, finde ich nicht ganz so gut. Wie soll das denn gehen, wenn der Frosch gleichzeitig darunter fliegt? Ja. Der Fallschirmfrosch. Während der Seerosenfrosch da mich auch noch trifft. Oh. Nein, spring! Ja, Spiel vorbei. Ich glaube, ich wechsle mal auf grün. Ja, ich habe das Gefühl, dass grün besser ist. Die blinkt zumindest öfters mit grün. Oh! Bisschen flach auf der Brust, ja, das ist jetzt zweitrangig in diesem Moment. Sie blinkt öfters mit grün, du aber auch. Ja, ich bin auch am Optimieren hier. Noch sind wir nicht so weit. Aua. Spring doch! Der konnte auch in der Luft eigentlich nochmal springen. Normalerweise. Normalerweise, aber nicht immer. Ja. Grün, grün. Ach, stimmt. Wir haben ja noch die Bubble. Ich vergaß ja ganz, dass wir noch die Bubble haben. Es bringt nur nichts, wenn wir ins Wasser fällt. Da bringt die schönste Bubble nichts. Wir sind schließlich nicht Sonic. Wir hatten auch eine Bubble für Unterwasser. Ah ja. Versuchen wir es mal so. Jetzt kommt der Frosch natürlich wieder hier. Oh, guck mal hier. Da war die Hitbox jetzt mal sehr fair. Muss ich mir mal merken. Ah, das ist nice. Gut zu wissen. Der schmeißt sein Zeug runter. Da muss ich nur mal kurz auf die Seite gehen und dann wieder dahin. Na, das war zu früh gebabbelt. Ah, so klappt's aber. So klappt's aber. Bringt der Frosch, machen wir die Bubble. Und weiter schießen. Sehr schön. Ja. Sehr schön.
Die kann uns nichts mehr so. Ich glaube... Phase hoppen. Ja! Sehr schön. Das ist nice. Ach ja, die macht ja noch den Zungenfäustling hier. Aha. Ich treffe die gerade nicht. Ah! Ah. Eigentlich auch nicht so eine schwere Phase. Oder? Oh komm, du blöde Sau da oben! Oh, der Boss ist... Ach nö. Ach nö. Warum? Okay. Die Weirdbox ist... die Weirdbox! Die Hitbox ist manchmal sehr weird. Die Weirdbox... Ja, die ist sehr weird, die Weirdbox. Okay, ja... Sicher, zwei Stück. Okay. Oh ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und hallo, Fox Nostalgia. Einen schönen Samstagabend. Servus. Oh, das war mies. Ah. Das war mies. So, grün. Grün sind wir am besten dabei. Ah, nee. Wunderschöne Prinzessin, ja. Ist von Anfang an schon wunderschön, die Prinzessin. Hallo. Guck mal, wie sie lächelt hier. Ja, sobald der Frosch sich bewegt, werde ich getroffen. Aber wenn ich in ihm stehe, nicht. Sobald er... Ja, solange er still steht. Hm. Nur als Frosch. Okay. Und so, zack, zack. Muss ich mal gerade hier was sortieren hier, fenstermäßig. So, jetzt. Wiederholen wir das nochmal. Oh, du blöder Warzen. Warzenkopf. Alter Warzenkopf. Ah.
Trotzdem, ich finde das Spiel cool. Ich feiere das. Ich feiere das. Letzte Woche dann auch noch eine schöne Rezension geschrieben auf Steam. Dass die alle keine Ahnung haben, die das schlecht bewerten. Dass die alle dumm sind. Nein. Aber das ist auf jeden Fall cool, finde ich. Mir gefällt's. Und Ramsey streamt auch ab Anfang Dezember. Oh, du Mist. Ding. Ding dang. Oh Gott, Vorsicht. Da muss man echt ein bisschen aufpassen in der Phase. Wo die alle nicht so schön. Ja! Die lassen die nur so spät los, diese Gläser. Der komische, ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Für Vögel. Der komische. Nein! In dem Moment nimmt ihr das Frosch weg! Das Blatt weg, der Frosch. Frosch weg, der Blatt. Ja. Hab's halt ein bisschen mit den Worten. Ich drehe gerne meine Worte. Oh. Ich kann aber auch dashen, natürlich. Geht ja auch, wenn der hier das Dings wegdreht. Könnte ich eigentlich die ganze Zeit da unten bleiben. Mit dem Dash ist das ganz gut. Jetzt hat der das weggenommen. Nimm doch nicht den Frosch weg. Ich lebe hier doch noch. Jetzt aber nicht mehr. Oh, ich dachte, ich wäre schon tot. Ich hatte noch einen Hitpoint übrig. Krass. Einen Hitpoint hatte ich noch. Nee, du. So nicht. Grün. Boss wahrscheinlich. Höchstens einer. Okay. Das war ein bisschen zu spät. Oha. Ja. Okay. Okay.
Jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt haben wir den Bogen raus. Heidi Klum. Nee. Beleidige mal den Frosch hier nicht so. Oha! Okay. Alles gut noch soweit. Wir haben es geschafft! Endlich! So, jetzt kommt noch eine Phase. Oh nein. Was? Was muss ich machen? Oh nein. Was muss ich machen? Ja, du fall doch mal auf die blöde Libelle da. Ah. Wen? Was? Wen muss ich hier treffen? Wo ist der Boss? Was zur Scheiße, nicht, was ich hier tun muss. Gottes Willen. Jottes Willen. Okay, Phase 3, aber ich bin noch nicht so wirklich kapiert. Bisher. Oh, du Arschspiel, du. Was? Echt, du? Nee, du! Nix, du! Oh. Grün? Doppelsprung und dann Dashen funktioniert gut, wenn der, wenn beide Frösche kommen. Der Fallschirm und der Springfrosch. Ah. Ah ja. Dann klappt's. Wenn nur ein Frosch kommt, kann man die Bubble benutzen. So, schön. Du Arsch da, Mensch. Lass doch mal fallen, das Ding. Oh Gott. Thank you.
Okay. Jetzt kommt wieder Phase 3, wo ich nicht weiß, wo ich hinschießen muss. Da ist ja noch was in dem See, muss ich... Was? Ich schieße mit Herzen. Ahaha. Putzig. Krieg ich irgendwo ein Trefferfeedback? Nicht wirklich. Was zur Hölle muss ich hier treffen? Was? Na. Die Pflanze. Bisschen, ja. Die guckt ein bisschen ähnlich wie die Pflanze. Auf sie im Wasser, aber ich kann da nicht nach unten schießen. Doch, ich kann nach unten schießen, okay. Haben wir das auch mal gelernt. Ich kann nach oben und nach unten schießen. Tja. Danke für den Hinweis. Ich kann mal nach oben und nach unten schießen. Ich hab's ja einmal getroffen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Immerhin. Dann wissen wir das schon mal. Oh, nee, nicht dashen. Bubbeln wollte ich. Bubbeln. Oh Gott. Nein, natürlich können wir in der Luft wieder die Bubble nicht aktivieren. Das ist nach wie vor ein bisschen blöd. Das hätten sie mal einführen können. Funktioniert leider nicht. So, zweite Phase. Oh, top. Top. Wellen sind auf deiner Seite. Ja, das ist klar. Das weiß ich schon. Das war knapp. Hohoho! Ach, fake. Libellinnen? Wer weiß. Ist ja dann hoffentlich auch die letzte Phase, wenn wir die im Wasser treffen müssen. Mehr als drei gab es ja, glaube ich, nicht. Oh, passt schon.
Was? Hm? Warum? Okay. Blau ist auch sehr gut. Okay. Aber jetzt. Du musst aber so viel beachten, du. Die schmeißt mit ihren blöden Blumen. Der schmeißt mit seinen blöden Gläsern. Hohoho. Ist klar. Schon ein bisschen böse. Aber streff sie. Du hast recht. Fahr! Was? Hey! Verdammt nochmal. Scheiß Herz! Komm mit deinem Herzen weg. Nein. Ich kotz. Ich kotze. Ich steche in das Herz rein, wenn ich da nicht kann. Ich steche in das Herz rein. Ich. Kotz. Ja. Ich glaub's nicht. Nee. Sehr schwer. Es geht, es ist Konzentrationssache. Hey, komm! Apropos Konzentration. Where did you learn to fly? Where did you learn to fly? Where did you learn to fly? Where did you learn to go in the Teich? Also, Schwierigkeitsgrad ist schon. Geht in Cuphead nichts nach. Naja, so nicht. Ich kann nicht in der ersten Phase schon so viel Punkte verlieren. Die Musik ist schön. Immerhin. Ist schon ein bisschen episch. Neo Geo Emulator. Mit Games. Ich
Ich habe das Neo Geo Mini hier. Das wollte ich ja auch mal anschließen. Könnte man auch mal einen Neo Geo Mini-Stream machen. Haben wir schon gar nicht gemacht. Da sind die ganzen Metal Slugs drauf. Off-Pay! Ja. Metal Slug habe ich ja auch schon hier im Multiplayer gespielt. Die Steam-Version. Das hat auch eine Menge Spaß gemacht. Warum zum Huck? Warum? So. Okay. Blöde Sau, du. Du blöde. Lassen die so später auch fallen manchmal, diese blöden Dinge. Ah! Was bedeutet die gestrichelte Linie um den Charakterporträt? Eine Superaufladung? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, irgendwas mit der Magic hat das zu tun. Aber jetzt ist sie weniger. Die lädt sich irgendwie immer auf. Irgendwas lädt sich da auf. Aber ich weiß nicht was. Von so einer richtigen Superattacke weiß ich nichts. Nö. Wüsste ich jetzt nicht. Habe jetzt mal ein paar Knöpfe ausprobiert, ob der eine Superattacke macht. Macht aber irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was er da macht. Könnte auch Option. Es stand am Anfang, stand es ja. Da gab es ja ein Tutorial, wo er gesagt hat, was alles geht. Oh. Habe gerade ein Geo Mini geguckt. Boah, der ist echt günstig geworden. Ja, ich habe mir den bunten aus Japan bestellt. Der von hier, der ist ja glaube ich nur so schwarz. Aber ich habe den bunten. Und da war der Controller auch schon direkt dabei. Normal muss man den ja separat kaufen.
Cake. Verdammte Scheiße. Oh ja, 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 ja. Irgendwas hat er gerade gemacht. Was habe ich da eben gedrückt? Ja, was? Er hat gerade irgendeinen Blitz gemacht, aber wie? Weiß nicht, was man da drücken muss. Irgendwas hat er gemacht eben. Irgendwas hat er eben gemacht. Oh ey, was ist denn hier? Diese Hitboxen manchmal. Keine Ahnung, was man da drücken muss, damit das geht. Hm. Moin Tino, servus. Endlich Wochenende. Gönnung, Wochenende. Ja, das ist Enchanted Portals, ein dreister Cuphead-Clone, der schlecht bewertet worden ist, aber ich finde ihn gar nicht mal so übel. Mir gefällt er. Ich finde ihn gut. Was muss ich denn hier drücken? Eben hat das schon wieder gemacht. Weiß nicht was. Hm. Ich muss irgendeine Kombination drücken, glaube ich. Rosit! Dann trinken wir mal einen Schluck, ne? Optionen. Bedienelemente. Springen, spritzen. Fernkampf, Nahkampf, blockieren, Feuerzauber. Eiszauber, Windzauber, Energiemodus, Sperre ein, rechter Trigger. Kapiere ich nicht. Pech! Ho! Double Power mit 67 Monaten. Insider, servus! Und danke für die 67 Monaten auf den Tier 2 Soup und der Milanese auch am Start. Servus! Der Urbexer am Start. Ich begrüße euch. Und die Winnie, jetzt kommen sie alle auf einen Schlag hier.
The Gang, The Gang. The Toast Gang kommt. Ja, ja. Gucken gerade von Tritt zu Tritt, von zu Haus zu Tritt, Tritt, Tritt. Man begrüßte Chris hier alle, wenn er eh schon neben euch sitzt. Was? Der Milanese wieder. Der Milanese wieder. Ach, hör auf. First Try, nix First Try, weil ich nicht weiß, wie er die scheiß Superattacke ausführt. Eine Fresse. Das Spiel das nicht richtig erklärt, wie man das macht. So, geh doch mal auf grün. Geh doch mal auf grün. Uffrolle. Uffrolle musste. Was, dass ich uffrolle muss? Ich muss warten, bis der Schuss aufgeladen ist. Da muss ich wissen, was für Knäpsche ich trinken muss. Wenn ich das nicht weiß, da konnte ich auch nichts trinken. Da war aber nicht weiß, was ich zu trinken hab. Autsch. Uffrolle. Uffrolle, Muse. Ah, ich bin unkonzentriert, ja. Alle betrunken hier. Ja, es ist ja Oktoberfest. Die Bayern haben heute hier eingeschenkt, den Bochumern hier. Ruhrpott wurde heute zerstört von Bayern. Mein lieber Herr Gesangsverein. So. Ein Trittelnick. Was ist ein Trittelnick? Ist das sowas wie Churros? Ist ja im Moment so in hier. Churros. Churros mit Nutella. Schinken-Croissant mit Nutella. Klingt auch geil. Klingt zwar nach schwangere Leute irgendwie. Und Nutella passt irgendwie zu allem. Ja, das Bild gesehen hat einer Ramen-Nudeln gemacht mit Nesquik. Mit Milch und Nesquik. Okay. So. Oh, her. Auf Fu. Es gibt keine Tschechen. Ihr könnt ja mal unten gibt es ein Panel, wo die Subs drin stehen. Da steht auch Location. Da könnt ihr ja mal gucken, ob einer aus Tschechien gerade zuguckt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ja nicht. Hopp. Oh, die Prinzessin ist aber auch ein heftiges Ding, du. Die ist aber auch. Quatsch. Jawohl. Hinterm Frosch stehen ist gefährlich. Das kennen wir aus Yoshi's Island schon. Yoshi's Island und Frösche. Das ist so ein Thema. Die macht doch gar nichts. Das ist ja gerade das. Was? Ich dachte, der löst sich jetzt auf. Zweite Phase, Mensch. Scheiß Frosch. Ey, fu.
Chat ist erstmal ein Tabu, dann schreibt halt nicht so viel. Ihr lenkt mich ab. Jetzt eh schwer mit dem letzten Hitpoint. Oh, das war mal schön hier. Schön gerettet. Das Ding. Ich würde lachen, dass wir jetzt mit dem letzten Hitpoint noch schaffen. Zumindest kommen wir schon mal in die letzte Phase. Die ist aber ein bisschen scheiße, leider. Boah. Die Blumen. Die Blumen hat mich erwischt. Oh, Mr. Evil. Er ist back. Mr. Evil wieder am Start. Ich lebe auch noch. Unfassbar, baba. Servus. Tag Machal. Zilit Bang. Krasseste Zeug. Ja, vor allem mit Soda-Backpulver hier. Es geht ab, du. Da haben wir früher immer gezogen. Nein. Spaß. Zillet Bang gut, aber Breff noch geiler. Breff Powerreiniger. Billige Alternative am Samstagabend. Schieß doch. Hep. So, wenn ich meine ganzen Hitpoints nicht verschwendet hätte vorhin, hätte ich das jetzt wahrscheinlich geschafft. Aber ich hatte nur noch einen Hitpoint in der letzten Phase, das wird schwierig. Fitch, Quatsch, Futsch. Nein! Bisschen zu früh gebabbelt. F ist cool, macht sogar Nikotin weg, stinkt aber sehr und ist nicht gut für die Atemwege. Gläschen Salmiakgeist. Einmal Retro-Nerd, immer Retro-Nerd. Und wenn man die richtigen Leute kennt... Ja, heute gibt es ein bisschen, ja. Retro ist heute. Nicht so ganz Retro, aber es hat ein bisschen Retro-Charme. Deswegen passt es ja auch recht gut hier rein. Richtigen Retro gibt es dann morgen wieder. Da gibt es wieder einen Ruffel-Raffel. Raffel-Ruffel. Heißt ja gar nicht mehr Raffel hier. Heißt ja gar nicht mehr so. Sagt trotzdem so. Treff mit Backpulver. Jawohl, ich zieh mir also Schlittenhund. Aber die Kombi, die Kombination, die macht's aus. Ah, schmeiß doch dein Glas runter. Ich muss mehr dashen. Dashen. Wow, wie hast du das denn gemacht? Cool. So, wir sind noch in der orangenen Phase, das ist schon mal gut. Haben wir noch ein paar Hitpoints, er lacht sogar noch. Ah, ah, ah.
Hab da heute auch wieder ein paar nette Leute. So langsam sollte ich mal wieder in die Gänge kommen. Jawohl. Mal wieder was zulegen, ne? Alle schmeißen, keiner fängt. Zum Glück bin ich nicht Raucher. Raucht eigentlich jemand von euch? Ich glaube, die meisten rauchen nicht. Ich überlege schon lange mit dem Rauchen auf, wenn Mr. Evil raucht. Ja, Mr. Evil ist ja noch da. Mr. Evil ist ja noch die Generation Ernte 23. Oh, come on! Er fährt ein Fickspiel, hä? Jetzt haben wir schon wieder hier. Jetzt bin ich schon wieder rot. Ach, Mann. Okay. Guten Abend, meine Damen und Herren. Krachen raus, Rauchwasser. Nix smoken. Laset es. Rauchen hat mich nie gereizt. Nicht nur, dass es zu teuer ist, ist auch so. Milanese qualmt. Aber nur schwarze Krause. Natürlich reden wir von Tabak. Was denkst du schon wieder? Der Insider wieder. Der Insider denkt wieder hier. Ich weiß nicht, was er denkt. Aber er denkt irgendwas anderes. Peps! Peps denkt er. Oh, komm. Was ist das? Rothändler. Rothändler. Das war ein Zeug. Rothändler. Overstolz ohne Filter hat mein Vater geraucht, ewig lang. Auch nur Hoi. Esset lieber gesund. Viel Obst und Gemüse, genießt die netten Milchprodukte mit Joghurt und Frucht, aber fettarm. So sieht's nämlich aus. Insider ist auch hier ein großer Eiweiß-Reinschaufler, so wie ich. Eiweiß, sehr, sehr gutes Zeug. Insider hat gerade den Trillik geschmissen. Auf den neuen Teppich auch noch. Yes, das ist skandalös. Das auch noch. Und Stifte kann man auch rauchen. Teppich. Oh, kein Hitpoint in Phase 1. So sieht's aus. Machen wir das mal. Jetzt machen wir das mal fertig hier. Wir haben auch noch nichts geschafft in dem Spiel. Und es ist schon anderthalb Stunden her, dass ich angefangen habe. Oh, fuck. Boah, der Frosch. Ha, war das knapp. Jawohl, das Plättchen wegziehe, du. So, von denen haben wir was von geilen Fernsehsendungen von früher. Ich weiß nicht, was der Milanese gern geguckt hat. Wahrscheinlich ein Fall für zwei, da hatten wir es auch von. Und der Retrocast hat einen Podcast zur geilen Knopf-Hoff-Show gemacht. Das war doch... Knopf-Hoff-Show war beste Sendung. Und Knopf-Hoff-Professor, das war ja ein ganz... Das war ein Badass-Typ hier. Mein lieber Mann. Der alles gemacht hat. Ups. Da. Und Ludwig, ja, der war aber hier bei der Drombus. Echo the Dolphin. Was? Camillo Sahn rauchen.
Zelda, Doom. Rede dir. Auch mein Beutel Kamilletee. Kein Witz, mach das mal. Ich hab kein Dor. Hab kein Kamilletee. Tetris. Echo the Dolph. Echo Junior. Echo Junior. Nein, du Arsch! Ah, das dauert aber bis die mal. So. Pam, 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 pam. Oh. Bleib mal mit deiner Blume weg, du hier. Deine Blümsche. Wieder rote Phase. Ich könnte kotzen. Ich lebe noch. Und es ist jetzt nicht dein Ernst, Spiel. Ah, nein! Das ist aber auch ein scheiß Level. Batman. It's Batman. Ach, komm. Ass! Batman. Hey, ho, ich bin der Batman. Der lief früher immer im Fernsehen, nee, im Fernsehen nicht, morgens im Radio, die Sketche hier, bei HR3. Ich bin der Batman. Hey, ho, hey, ho. Hoch die Daddeltas. Das ist, nee, Donkey Kong-Tas. Daddeltas ist zu klein, passt nix rein. Easy. Ah ja, 3. Richtig. Wow. So bin ich nicht aus Hesse. Kommst denn du jetzt wieder her? Lass mich raten. Mr. Evil könnte kommen aus... Ich würde mal sagen, Niedersachsen oder hier so. Nördliche Bereich. Schleswig-Holstein. Nix versäumt. Denkst du? Sagte Baden-Württemberger, wo nur komische Leute herkommen. Ach. Gottes Will, das auch noch. Einer ist ja nicht genug hier von denen. Haben wir zwei BWs im Chat. Ein Badenser! Ja, der kann der Milaneser auf der Tod nicht ausstehen hier. Ein Badenser. Raus mit Badenser. Scheiße. Guck, glaube ich, heute gar nicht mehr in den Chat. Ich gucke nur aufs Spiel hier. Das wird so nix. Das wird so nix, du. Schreibe Kuli wie einer. Sind die Cannstatter Vasen oder? Ne, die ist ja vorm Oktoberfest. Die ist ja im Sommer irgendwann, oder? Cannstatter Vasen. Ist die nicht im August? Ah, das ist ein Mist! Ich kann's nicht mehr. Boah. Hören den Stream heute nicht auf, bevor ich das Level geschafft habe. Chat geht voll ab, ja. Letzten Sonntag war ja hier die Hölle los, ey. Das hätte ich ja. Das war ja schon lange nicht mehr so viel Betrieb wie letzten Sonntag hier. Das ging ab.
Und während dem Pinguin-Spiel. Mein Lieber. Oh, da ist der Gaming Arms. Da kaum Saris kommt. Servus, Gaming Hamsterin. Grüß dich. Alle auf Koks hier heute Abend. Ja, so gehört sich das auch. Jetzt fall doch nicht immer ins Wasser, du Arsch. Guck mal, ich bin schon ein bisschen aufregt. Für alle Neuen dazugekommen. Das Spiel will's nicht anders. Nee. Nee, ich hab gesagt, letzte... Ja, es war eins der coolsten Spiele letzten Sonntag. Antarktika. Das hat mir gefallen. Streh muss so gut abgehen, das muss so gewollt. Schreib mal Hochdeutsch hier. Ja, zumindest Hessisch. Das kann ich nicht lesen, was du da schreibst. Liebe meinen Pinguin. Pinguin! Ich spiele... Hamsterseiten, beste Seiten. Insider der Hamster, Dauerabo. Weigert sich mir eins zu schenken. Da würde ich sogar verstehen, wenn du mich deabonnierst, aber schenk mir mal Hamster-Abo. Krisos. Woher kennst denn du das? Kommst du denn aus Hamburg? Woher kennt man dann da oben die Krisos? Jetzt hör mal auf hier. Die Krisos. Geh mir weg. Zwiebel. Jetzt sind wir soweit hier. Zwiebel. Ein Schmasert. Wer weiß, was ein Schmasert ist, der ist gut. Das wissen aber die meisten nicht. Nicht mal ein Kollege letztens, der hier aus der Gegend kommt, wusste, was ein Schmasert ist. Muss da aus dem tiefsten Odenwald kommen, glaube ich, um das zu kennen. Habe ich versucht, X-Hamster VIP-Username Danny Duddle war schon vergeben. Naja, schade. Muss mir aus Platin das Platin-Abo schenken. Der VIP bin ich schon lang. Tschüss beim Auseinandergehen. In Hamburg sagt man Tschüss. Was sagt der Franz dazu? Doch nicht Tschüss, Pumuki. Das heißt Servus. Ein Schmasert ist eine Schmeißfliege. Oder auch Scheißhausfliege genannt. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss sage ich auch ab und zu. Meist sage ich ciao. Pakete. Oha. Boah, ja, geil. Pakete. Was hätte Mong? Was? Nächstes Jahr soll Hanuta Tiramisu rauskommen. Da bin ich immer geflasht, du. Wo wir gerade vom Essen reden. Könnte geil werden. Könnte aber auch scheiße werden. Eins von beiden. Bin ja gespannt. Ich habe schon ein Bild davon gesehen heute. Soll aber irgendwie nächstes Jahr erst rauskommen. Hui. Tiramisu mag ich ja gern. Das hat der Daddle doch erfunden. Was denn? Jetzt schon wieder? Ich habe nichts erfunden. Meinst du einen Schmasert oder was? Den gibt's wirklich, das sage ich. Meine Eltern schon vor Urzeiten gesagt. Ah, was ein fette Schmasert. Ein Sami ist da! Jesus! Jetzt kommt der. Jetzt sind wir wieder international hier im Chat. Der Österreich-Connection hier noch am Start. Ja, boah. Mal
Fehlt nur noch der Coin. Sind sie wieder alle da. Oh, come on! Scheiße! Meinst du das mit Kindercola? Kennt doch jemand den Kindercola von Aldi? Die war ja geil, in den Glasflaschen. Die war immer nice. 39 Pfennig eine Flasche. Kindercola. Und als wir dann irgendwann 13 waren, durften wir die Topstar-Cola kaufen. Auch 39 Pfennig. Das sympathische Ragen. Oh, das hat noch nie einer gesagt. Also sympathisch Ragen. Siehst du mal. Das ist nett. Das ist auch ein Fickspiel. Ist sie platt? Ja, ich bin platt. Ich bin platt. Rage? Weiß selber nicht mehr, wie das heißt. Gibt's Duddle Rage nicht mehr? Wie heißt denn der Comment? Duddle Rage? Nee, ist doch Duddle Rage. Du hast dich am Donnerstag versteckt. Chris stand 2 Stunden vor deiner Tür, hat geschellt, gekloppt. Eiswein. Ich wollte die Polizei schon rufen, ja, da belästigt mich einer. Da unten steht so einer, der schwätzt so. Nein, 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 nein. Doch das war der Duddle Rage. Ah, Danny Rage. So. Ja, damals haben es die Leute noch Danny genannt, heute sagen sie noch Duddle. Beste Rage. Wollen schon die Schutzpolizei rufen hier. Hast zu viele Sounds. Ich wollte die eh alle mal rausnehmen. Ich wollte eigentlich alle Sounds rausnehmen, wo im Chatbot sind. Ich wollte die alle als Kanalpunkte machen. Oder manche davon. Weil die Leute langsam verwirrt werden und durcheinander, was Kanalpunkte und was Daddeltaler. Es ist alles zu kompliziert geworden. Seit Twitch sowas mit Kanalpunkte hat und so ein Scheiß. Confusio Maximalo. Hat weinende Videocall in der WhatsApp-Gruppe gemacht, weil keiner Uff gemacht hat. Hätte ja bei der alten Frau im Erdgeschoss klingeln können. Die sieht ein bisschen aus wie die Rose. Hätte die mitgenommen. Wollte Urlaub schon abbrechen. Ich sag auch, Danny, du bist ja auch eine nette, sympathische neue Zuschauerin. Aber die Alteingesessenen, die sind schon ein bisschen unverschämt geworden. Nach so vielen Jahren. Die sind nicht mehr immer so nett. Cleopatra hier, Cleopatra da, Cleopatra hier, Cleopatra mir, Cleo, Cleo, Cleopatra. Oh. Kennt ihr das Pattern auswendig? Ja! Das sind halt schwere Spiele hier, aber das ist halt nicht so was Leichtes wie Dark Souls. Und dabei bleibe ich auch, sei denn... Was? Der Stürzling? Gemischte Danny Dadel. Bin ich jetzt fast schon enttäuscht, Sabi. Ich dachte, Sabi nennt mich hier. Er hat so einen ganz
ganz netten Spitznamen für mich, dann nennen sie mich hier bei vollem Namen. Wie auf dem Amt hier. Unglaublich. Hey. Da ist er, ich bin so dumm. Du jammerst zu viel. Könnt jetzt einige Clips von Divinity mal in den Chat posten hier. Wo wir es vom Jammern haben. Ich kann dich Dada nennen. Dada, war das nicht der Diktator von Afrika hier, Idi Amin Dada? Ne, den möchte ich nicht unbedingt verglichen werden. House of Usher. Fängt der auch schon mit seinem House of Usher an? Der Wurstwasser schon die ganze Zeit da. Beim House of Usher. Du weißt eigentlich, wann du genug Schaden gemacht hast. Jetzt, wo die, wenn die Cutscene kommt. Jetzt kommt die dritte Phase. Wenn wir die irgendwann mal schaffen sollten, was nicht passiert, weil wir direkt wieder verrecken. Habe ich eigentlich noch meine uralten, ich hatte mal sowas. Ich glaube, die sind schon 5 Jahre alt. Gibt's das noch? Nee, nicht. Die geht in die Toilette hier rein. Was, Leute, was ist das? Ist das ein Kackhaufen, der hier auf dem Mond liegt, oder was? Was ist das? Und die trampelt einfach drüber. Nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Jeder Kackhaufen ist im Sack. So. So, das war Divinity, die hier immer rumflennt, weil die Spiele so schwer sind. Aber mir vorhalten, ne. Seit wann können die Leute eigentlich hier Shoutouts machen? Das kann nur ich. Ich bleib mal umstellen, bevor das hier missbraucht wird. Ich habe die Tage auch umstellen müssen, dass jeder hier Links posten kann. Ich dachte, das hätte ich eigentlich auch mal umgestellt. Oder dass das nur Mods machen können. Oder Witz. Dann machen wir noch hier, komm. Machen wir noch den da. Bam! Jawohl, sag's doch rein. Alle P90. Ich hab einen Nicknamen. The Danny. So sieht's aus. Den gibt's noch. Das, so sieht der Herr Milanese übrigens aus. Jesus Gott. Sag mal, was sich besser anhört. Das Mikrofon? Mic on. Ja. Ein Milanese. Oder dieses Mikrofon. Was hört sich besser an? Ein Milanese kriegst du regelmäßig Hörstürze im Stream. Auch noch eine Taste auf dem Streamtag für Gaming Hamster habe ich noch nicht angelegt. Muss ich mal machen bei Gelegenheit. Muss ich auch noch machen? Ja, bitteschön. Das werden wir ja noch erwarten dürfen. Die liegen hier vorm Lachen unterm Tisch gerade. Ihr seid ja auch sturzbesoffen alle. Alle Hacke stramm. Haben sie wahrscheinlich irgendein Urbex Place aufgesucht, da die alten Jägermeisterflaschen von 1983 gefunden und weggeäxt alle. Jetzt sind sie alle Hacke stramm. Engelsgleichen Stimmen. Soda Drinker. Troll.
Da warst du noch jung, du. Ho, 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 ho. Um Eis, die Psufer. Der ist ja Psufer. Erst am Montag. Jesus. Ich brauch jetzt ein Bier. Gibt's ein österreichisches Bier? Fällt mir gerade keins in. Fällt echt gerade von Namen her keins ein. Es gibt bestimmt welche, aber mir fällt gerade keins ein. Ach, es ist ein Scheiß. Und WB, Mr. Evil. Gemüsebier. Ein polnisches Bier, Tyskie. Alter, So viel Chemie. Chemie. Am Samstag noch gelernt. Sehr vorbildlich. Respekt. Aber Tyski ist nur das polnische Tyski gut. Deutsches Tyski ist was anderes. Wodka mit Zucker und Farbstoff. Noch 6 Wochen bis zur Prüfung. Jawohl. Endspurt. Ach komm, Spiel. Ich will das jetzt mal schaffen. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Wenn ich mich mal konzentrieren würde, wäre ich schon 10-mal durch. Der Chat, der lenkt mich ja voll ab hier heute. Nämlich alle Saboteuren. Hep. Saboteuren. Ich mag kein Bier. Ah, habt ihr Bier? Habt ihr jetzt ein Bier? Nein. Fahr mir mit deiner scheiß Zunge, du Blöde. Ich kotze ins Essen. Okay, so viel Energie hatten wir noch nicht in der letzten Phase. Wenn jetzt nicht, dann nachher. Ah, nur mit einem Scheiß. Ich hasse dieses Spiel.
ein Drecks... Pass auf, du Arschloch! Auf dem Handy ist es nicht so praktisch. Was? Wir müssen meine C64er-Sammlung, besonders meine 1983er Brotkasten, meine gammelige Rotz 1541er, wo mir ein Relais verreckt ist. Aber Danny hasst uns heute. Das heißt heute. Na, komm, Scherz. Mann, Spaß. Leute, Mann, Spaß. Wir hassen uns gegenseitig, ja. Der sagt auch nichts. Der spricht kein Deutsch. Der blanke Hass hier. Der blanke Hass. In erster Linie hasse ich mal diesen Boss hier. So geht's schon mal los. Mach den Level jetzt fertig. Ja! Wäre ja schon längst fertig. Mit dem... Guck mal, zweite Phase ohne Hit. Geh doch. Geh doch. Ja, dafür hat es mich jetzt erwischt. Toll. Ja, solange wir noch grün sind. Okay. Ich bin gesprungen, du Fickbee, du. Ah, oh, komm. Ich hab das so viel böse. Ich hab den vulgären Wortfilter heute nicht an. Oder die Triggerwarnung, besser gesagt. Ich darf heute nicht so viel böses Zeug reden. Ah. Grün ist prinzipiell aber falsch. Kann man so stehen lassen, ja. Oh, du Kackfuck! Das hast du auch schon lange nicht mehr gehört. Und die Dingens zensiert auspacken und du rockst das und ab zum nächsten Level. Boss ist doch easy, ja, sicher. Wenn man das spielt ohne Stream dabei, vielleicht, ja. Ohne Sabotage-Chat. Andere Games gezockt, ja? Auch schon Neon Drive, 15 Minuten Ausdauermodus, hä? Auch schon geschafft? Hopp! Hey! Z.
Sehr, zweite. Zweite Runde. Genau, Dreck. Nichts als Dreck. Richtig. Whee, fuck. Blau ist, glaube ich, noch stärker. Wow, dritte Phase ohne Treffer. So, jetzt brauche ich Ding. Dingsi-bingsi. Oha. Fuck hier. Ja. Ihr trifft mich hier jetzt alles. Heide Witzka. Verdammtes Arsch! Das ist auch scheiße da. Das ist einfach zu viel Mist. Ah, zu viel Mist. Oh, ich lebe noch. Aber nicht mehr lang. Nicht zu schaffen. Nicht zu schaffen, diese Scheiße! Das ist viel zu viel Müll auf dem Bildschirm. Cuphead. Cuphead. Bullshit dagegen. Nix. Oh, mein Nerv. Lange Phase, das kann man sagen. Fertig. Fertig macht mich's. So. Gib mir Mühe! Dritte Phase komme ich mittlerweile sogar ohne Treffer, aber... ballert mich da alles weg! Ist einfach zu viel! Viel zu viel! Wir spielen auf normal, nicht auf verrückt. Komm schon! Ja! Arsch! Ah. Du.
So. Wenn nicht nur ihr Herz dann nach oben ballern würde, wäre das natürlich schön. Ich muss auf so viel achten, das geht. Kann ich nicht. Bin ich zu blöd für. Töte dich! Ich töte dich! Hasse es. Ich hasse nie weh. Das war nicht gut. Ihr sollt ihr nicht dächen in der dritten Phase. Keine gute Idee. Du nämlich. Du nämlich. Easy peasy, nach einer Stunde 59 Minuten. Kein Problem. Was, meine Mutter konnte Lieder singen bei meinem Joystick-Konsum? Ich gestehe mir an, dass ich heute nicht in der Lage bin für den Sieg. Ja. Und Schmupp. Ein Schmupp-Level. Das erinnert mich an hier Cuphead DLC, diese eine da. Clara, Bella, Dingsy, Bingsy. Die Kuh. Jüste. Hunger Inside Air! Ich fordere einen Territorial-Mixer. Ayo und GG und so. Danke für 5 Euro Donatione. Dankeschön. Ich habe gerade gar nicht mal verstanden, was der Hans gesagt hat. Irgendwas fordert er. Irgendwas wird gefordert hier. Ich das Level nochmal mache. Das vorige. Bullet Hell! Spiel vorbei. Ah. Der Wohlstand ausgebrochen. Hui. Das sieht aber auch schön aus. Das Spiel sieht so gut aus. Das sieht aus. Ne? Und die Hintergründe sind bei Cuphead noch ein bisschen aufwendiger. Das ist super, das Spiel. Der letzte Boss war der letzte Mist, aber das Spiel ist super. Ach komm! So nett. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt wieder ein bisschen Run and Gun. Und zwar zwei Bosse hintereinander.
Musik ist gut. Sollte ich mir A-Type und Kartakes vorstellen können. Where did you learn to fly? Where did you learn to fly? Where did you learn to fly? Where did you learn to sterb? Easter Winchester! Das sind die Daltons! Ah, komm! Abgestellt. Schade, dass es hier keinen Tiny-Modus gibt. Der fehlt mir ein bisschen. Bibi Blocksberg mit Kartoffelbrei. Kann ich da vorne eigentlich abschießen? Weiß nicht. Ja, hier mit Groove geht's gleich viel leichter. Krass. Unglaublich, aber wahr. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Da hat er mal eine Glock, du hier, weil ja. Ah. No. Game zu zweit einfacher. Ich glaube, da sind noch mehr Gegner. Problem bei zweit muss man sich, zumindest bei Cuphead so gewesen, muss man sich doch noch koordinieren. Dann behindert man sich oft gegenseitig. Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt leichter ist zu zweit. Die Chancen sind fünfmal so breit wie der Lauf. Stimmt, ja. Es gibt's ja nicht. Das ist echt beschiss. Das ist voll der Beschiss. Die Hitbox ist nochmal doppelt so groß wie das Geschoss selbst. Ist klar. Jesus. Die Musik ist geil. Fuck. Kann ja mal blau schießen, vielleicht geht es besser. Geschoss beschießt. Bim! Schrei doch nicht so, Mr. Evil hier. Oh, das ist schwer, du. Sieht gar nicht mal so schwer aus, aber ist. Am Anfang dachte ich, es wäre easy. Aber der Typ da vorne nervt halt. Wenn der nicht mehr wäre, es locker. Die Taste rausgebrochen. Jesus. Din, 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 din. Ach komm! Boom, 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 boom. Ja, ist klar. Wurstfinger Joe. Wurstfinger Joe am... Klingt wie so ein Bud Spencer-Film. Wurstfinger Joe
Wo ist Finger Joe Wills nochmal wissen? Keiner zieht wie Wurstfinger Joe. Ich muss eigentlich nur das Pattern von dem Typ vorne merken. Immer die halbe Miete. Ah. Fuck! Hui! Weak up. Yay! Yeah. Man. Also, wo stehen da? Ah. Warst du? Okay. Ist klar. Oh, ho, ho. Ah. Ey, die übertreiben es ein bisschen, kann das sein? Ist das ein Scheiß? Also ich weiß nicht, welcher ist der? Der hat mir ein bisschen lang gebraucht, da der blaue Schuss. Ich mach mal den Feuerschuss-Dingsbums da. Vielleicht geht der ein bisschen schneller. Autsch! Marshall Bravestar. In einer fernen Zeit, in einem fernen Raum. Der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum. Wie ging das? Das Land glücklicher Menschen, so könnte es sein. Doch mischte sich immer auch Böses mit ein. Ein Mann kam irgendwo her. Er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär. Ich hab's nur noch so halbwegs im Kopf, diesen Spruch aus dem Intro. War eine geile Serie. Hab ich gern geguckt. Whoop. Wow! Hendrik Schönfelder! Guten Abend, D. Gibt sie auch noch? Ja, Wahnsinn! Servus! Herr Hendrik war ja schon ewig nicht mehr hier. Unglaublich. Danke für 57 Monate. Dankeschön und guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Nächster Boss, ich auch? Was? Nächster Boss, ich auch. Ein Mann, ein Auto, das Schwert von Grayskull. Ein Retro bin ich textsicher. Ja, aber... Ballermann, der ist da. Grün ist die Hoffnung. Aber grün ist ganz gut hier. Oh, Tiny Mode wäre jetzt hier super. Ich will die ganze Zeit Rechtsbutton drücken, um in den Tiny Mode zu wechseln. Das Level ist gemacht für den Tiny Mode. Ja, sowieso. Ab und zu schaue ich ja noch rein. Aber nicht mehr oft. Aber wenn mal ein YouTube-Video kommt, da kommentiert der Hendrik immer. Das habe ich gemerkt. Was nicht mehr allzu oft ist. Autsch. Ups. Boah, sowieso. Hitbox ist einfach ein bisschen zu groß. Aha. Ein Junge, ein Ketka und ein Taschenrechner, der Kickreiter. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Mir geht's gut wie immer. Ha, sehr gut. So muss das. Ja, lenk mich mal nicht so ab hier. Schaff's im Moment aber nicht ohne Ablenken oder. Ja. Ich bin mir! Ich bin's Commander! Ja, das war Ablenkung, dankeschön. Kann ich wirklich die Schuld von mir weisen? So. Überlegt noch gerade, welcher Schuss hier am besten ist, aber ich glaube, die sind alle gleich scheiße. Hauen alle gleich wenig. Ah! Oh, come on! Treff doch gleich alles. Wie früher, ja, wie damals im Krieg. Hat sich nichts geändert. Da hat sich ja nichts geändert hier. Wie früher alles. Oha. Nee. Oh, war schön. Grazil zwischen den Bullets durchge. Oh mein. Oh. Ein bisschen viel und die Bullets sind ein bisschen groß. Aber warum? Warum soll es auch so leicht sein? Wäre das Spiel ja zu schnell zu Ende. Wehe, ihr spielt das nicht auch. Ich gebe auf. Wo gebe ich auf? Da kennst du mich nicht. Ich bin sehr geduldig bei sowas. Können die Älteren bestätigen. Da bin ich geduldig. Enid? Enid! Bist ja auch kein Älterer. Dock das auch mal, sehr gut. Dann will ich nichts hören. Ich glaube, das Game kann echt Probleme bezüglich möglicher Patentverletzung kriegen. Der Artstyle, das Konzept, das Design sieht aus wie Harry Potter. Das sieht doch aus wie Captain Tsubasa! Mein Gott, Gottes Willen. Guck mal hier, der Stier guckt genauso entschlossen, wenn er aufs Tor zurennt wie Tsubasa. Oha. Würde ich auch nicht, obwohl ich Retro-Zocker bin. Retro-Spiele sind eigentlich noch schwer. Weiß nicht. Cuphead habe ich doch auch durchgespielt. Dürfte das auch gehen. Letzte Woche habe ich auch gesagt, der letzte Stream am Samstag, der war eigentlich, da waren die Levels leichter. Ich glaube, das ist jetzt so eine Wende gewesen. Seit der Prinzessin ist es auf einmal richtig schwer geworden. Und die Prinzessin eigentlich nicht so schwer. Hätte ich mich mal ein bisschen mehr konzentriert, wäre es auch leichter gewesen. Ich weiß. Aber hier mit den Bullets ist schon schwer. Das steigt schon mal ganz schön an in Welt 5 hier.
Wir haben im C64-Stream übrigens dieses geile Roadrunner-Spiel vergessen. Das hat auch so ein Setting wie hier. Roadrunner und Wile E. Coyote gab es auch für den C64. Oh, cooles Spiel. Irgendwann nochmal. Vielleicht kommt es ja morgen im Wunschstream. Hui! Ich habe übrigens ein paar Quelletitel mir besorgt. Atari 2600 Quelletitel. Also nicht alle, aber einige davon. Was ein Quatsch daraus gekommen ist damals. Oh Mann. Oh. Wo muss ich denn da hin? Die schießen nochmal. Alter. No. Quelle, die gute Quelle-Modul. Schnappsaufen hilft. Hauptschule! 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 Sowieso. Was mache ich denn bei den Kakteen da, die da noch Stacheln nach oben schießen? Ein bisschen scheiße alles. Quatsch! Rex, Kack. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Oh, Bot hat keinen Emote mehr. Ha, ha, ha. Stimmt, ist ja gar kein Follow-Emote, der Otto. Muss mal ändern. Da es Follower-Emotes gibt, braucht man den Bot ja nicht mehr sabben. Besabben. So. Bin schon wieder gleich tot, ey. Ach komm. Check's nicht! Ach. Mein Chat schmiert immer ab. Nach einer Weile laden die Nachrichten nicht mehr. Du bist aber, glaube ich, der Einzige. Wohin war schon mal irgendwas bei Twitch? Kann sein, dass. Wieder und wieder und immer wieder! Kann sein, dass Twitch heute kaputt ist. Ach komm. Die Musik cool. Gefällt mir. Die haben sie wohl auch irgendwo geklaut, aber die gefällt mir trotzdem. Ist cooler als die Western Stage Musik bei Cuphead, finde ich. Die grooved. Ab und zu selbst, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Was streamst du auch so einen alten Zeug wie ich? Musik kommt aus einem DDR-Western. Möglich. Wie heißt der? Nach der Prärie beginnt die Zone. Nee. Dummfug. Die Light-Version vom Unfug. Dummfug.
Din. Was? Wo kommt denn die jetzt her da oben? Was ein Scheißbeschiss. Ha. Aber sowas von du. Jawohl. Adios. Du Arschkopf da unten. Oh, ich hasse diesen Scheiß. Ey, doch nicht. Guck mal, was abgeht. Das ist krass. Nix läuft. Gar nichts läuft hier. Gar nichts läuft hier. Hör mir auf. Patent. Unfugspatent. Richtig. Hm. Kann man den da vorne eigentlich kaputt schießen? Das wäre ja eigentlich cool. Das wäre schon mal was wert. Der blinkt zumindest. Mal müsste der Schaden nehmen. Versuchen wir den zu treffen. Zumindest blinkt er. Das wäre schon mal echt gut, wenn man den treffen könnte. Hm? Der nervt echt. Er braucht mehr Treffer als der Büffel da hinten. Hui! Didu 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 didu. War schön die Phase. Ah. Der ist nicht kaputt zu kriegen, der Penner davon. Ich check das hier nicht. Ich check das mit den Kakteen nicht. Ein Hot Chip. Nee, lass mal. Ich hab hier noch den Zettel komischerweise liegen. Weiß nicht, was der hier noch in der Schublade macht bei mir. Dem. Der ist aber nicht kaputt zu kriegen da vorne. Die ganze Zeit eben schon auf den geballert. Du es nie wieder. So, so sieht's aus. Ist nicht jemand gestorben jetzt letztens an der Hot Chip Challenge? Wo ist der Chip? Den Chip habe ich zum Teil verzehrt. Aber nur zum Teil, leider. Wenn du den triffst, wird er gegen einen Gruß von ersetzt. Das kann natürlich auch gut sein. Ja. Würde mich nicht wundern. Doch, das Spiel werden wir noch eine Zeit lang spielen. Das ist echt so brutal. Bräuchte eine Superattacke hier.
Wenn ich übrigens wüsste, ob der da vorne kaputt zu kriegen ist, er blinkt zumindest. Aber ich habe den eben 3-4 Minuten beschossen, ohne Reaktion. Oh, du Arschkopf. Du Arsch! Der ist kaputt, aber der lebt noch da vorne. Ja, du dummer Kenner. Krieg's nicht. Oi, Daniel! Gar nichts geht hier heute bei diesem Spiel. Gar nichts geht hier heute. Ich verabschiede ein paar Wochen wieder reinschauen. Ja, da bin ich auf jeden Fall noch hier. Mindestens. Allein um die Musik noch zu genießen. Die habe ich absichtlich jetzt. Dem, 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 dem. Das ist ja auch ein groovy Western-Soundtrack, ja, ich sag's dir. Ach, traumhaft. Was? Pfiih! Hä, ich bin Cuphead zu leicht, zu schwer. Nee, zu leicht? Zu leicht. Zu leicht ist, genau. Zu leicht ist. Wer soll mal das hier spielen? I'm Michael Grutsche. Where do you live? I live in Germany. Near Frankfurt. Lonesome Danny. Sehr schön. The Lonesome Loser. Ja. That is too easy. Ja, sicher. Dim 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 dim. Okay. So, haben wir gestern eine 24er Palette Red Bull Birne Zimt bestellt bei Amazon. Hab's vorhin schon mal erwähnt. Bin mal gespannt, die soll ja richtig nice sein. Nette Weihnachtssorte. Meine Kollegen sagen alle nach Aprikot und White ist das die geilste Sorte bisher, die rausgekommen ist. Mixed, ach, Mixed ist. Ist okay, aber ist nichts Besonderes. Holt euch auf jeden Fall nicht Monster Watermelon Flavor, das schmeckt irgendwie doof. Kann ich nur davon abraten. Autsch. Ach komm, Mensch. Musste mal berichten, mach ich.
Also den Zimt soll man nicht so stark schmecken, habe ich gehört, aber Birne dafür umso mehr. Und Birne ist auch geil. Dim, 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 dim. Kann mir mal einer helfen, dieses Level zu beenden? Müssen wir mal Remote Play machen hier. Ah, ja. Warum? Deshalb. Es ist nicht. Noch nicht zu schaffen. Wenn der auch drei Phasen hat, dann gute Nacht. Keine Chance. Um Sparenergy mit Tutti. Um Billa, bei euch. Bei euch gibt es auch dieses Billa, oder wie das heißt. Kaktin. Kaktin. Hui! Denke mal, der schießt mit Goldfischlis hier. Das. Den, 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 den. Ich glaube, der Schuss ist echt. Ich mache mal den blauen. Vielleicht ist der doch ein bisschen besser. Ich weiß es nicht. Blinken ein bisschen öfters, glaube ich, mit blau. Oder? Täusche ich mich hier. Din, din, din. Na? Irgendwie? Bisschen schneller. Bisschen schneller. Ein bisschen. Um ein Eizel, wie die Österreicher sagen. Um ein Eizel schneller. Uah. Aber man muss ganz vorne sein, wenn er seine Kakteen abschießt. Ah. Weil die ein bisschen später erst nach oben schießen. Gut zu wissen. Ja, das ist Trial and Error, wie bei Cuphead. Man perfektioniert sich so ein bisschen mit der Zeit. Ah. Wenn der Typ da vorne halt nicht so nerven würde. Dann Bullets. Das ist alles wunderbar. Wo kommt denn die jetzt her da oben? Findet morgen statt. Was? Meinst du Wunschstream? Der findet morgen statt. Natürlich. Natürlich. Nee, 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 nee. Dum, 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 dum. Es war nix. Gucken, ob noch ein Pinguinspiel kommt von dir morgen. Antarktika 2. Die Reise geht weiter. Alter, ernsthaft? Gibt ein gutes, habe ich das in einem Stream gespielt. Oha.
Aber dieses Pac-Man-ähnliche, das fand ich echt nice. Fand ich deutlich cooler als Pac-Man selbst. Das hat Spaß gemacht. Das war echt cool. Leck! Ich muss jetzt erstmal gucken. Na, der blinkt eigentlich mit allen Schüssen gleich viel oder wenig. Amaretto! Hab ich auch noch irgendwo stehen, aber nicht in Greifnähe. Oh, man muss auf so viel achten hier. Das geht doch nicht. Wenn man schon seit 3 Uhr auf den Beinen ist. Da geht sowas doch nicht. Aber die Musik ist best. Die motiviert richtig hier. Ja, oder so. Dadurch, wer ist das? Sabi. Birbenschnaps. Nee, lass mal. Nee, lass mal. Die schluckt mich unter den Tisch wahrscheinlich. Ach komm. Ach, hätte ich nur eine super Attacke. Das wäre schön. Da lädt ja irgendwas auf, so ein Magic-Teil. Aber ich weiß nicht, wie man das auslöst. Wie lädt man da Magic auf? Ich glaube, ich muss das mal googeln. Autsch. Man hat es ja möglichst kompliziert gemacht, alles hier. Du Arschvogel! Nicht zu schaffen. Der Cousin vom Schnaps. Das sind Fragen hier.
Der Cousin vom Schnaps. Dead ist Sabotage. Sabotage. Kann mir mal einer hier sagen, wie? So nicht. So nicht! Das Spiel. Ach. Und wenn ich bis 11 nicht geschafft habe, aber dann. Na, 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 na. Du Arsch! Am Horn des Bullen. Perfekt. Ja, so ist es. Wir brauchen Zirgi. Wir brauchen was ganz anderes, du. Spiel braucht. Ach ja! Das war klar. Das war klar, das war klar. So, klar, 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 klar. Fu. Ja, ist klar. Ja.
Es ist nicht zu schaffen. Das ist so scheiße ausbalanciert vor allem. Das da gibt's kein Muster. Das ist alles einfach ballern. Ah. Kacke. Kacke ist das. Direkt vergessen. So, 8 Minuten noch. Donald Duck. Kann ich nochmal probieren, den hier vorne zu treffen? Glaubt doch nicht, dass es geht. Vielleicht mit grün. Wenn ich alles auf den balle. Der rennt ständig nach links. Bleib doch mal da auf der anderen Seite. Ich wüsste, dass der kaputt geht. Das wäre natürlich cool. Reden der sich manchmal so komisch. Sitting Bull, ich glaube, den werde ich auch nicht mehr schaffen. Irgendwie habe ich das. Habe ich den Eindruck, hier ist meine Endstation. Ah. Ich werde den nicht schaffen. Ich habe das Gefühl, das werde ich nie schaffen. Ich nicht mal ansatzweise weiß, was ich hier machen muss. Ah. Shitting Bull. Nee, 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 nee. Oh. Das ist einfach zu viel. Viel zu viel Zeug. Und alles gleichzeitig, das ist das Problem. Ja, du musst auf jeden Scheiß achten hier. Ich. Oh, sicher, 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 sicher. Das ist ein Dreck. Der Bulle ist tot, aber der Typ lebt immer noch. Den kann man nicht kaputt machen. Musik ist geil, ist das Einzige, ja? Das Einzige, was mir gefällt hier. Jetzt wird's was. Mach mal Blasphemes zur Entspannung. Nein. Nein!
Geht's mir manchmal in der Arbeit. Mach mal Eis. Mach mal Slender. Mach mal wieder Eis. Mach mal FNAF 1. Kann mal einer sagen, ob man den abschießen kann da vorne oder nicht? Dann kam im Chat die Nachricht, dass ich den erstmal abschießen soll, aber ich glaube, da wollte man mich nur trollen. Ololol. Aber ich kann nur den Bullen. Obwohl der blinkt. Normal müssen wir den abschießen können. Der braucht wahrscheinlich 10-mal so viel Treffer wie alles andere. Ja, fuck you. War sogar ein schwedischer Troll. Hä? What? Musik ist so gut. Bäm, 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 bäm. Unmöglich. In 6 Wochen hat die Sabi Prüfung. Was zum Fug. Oh. Mein Nerve, du. Sag dir. Und der Scheiß wieder. Das Cup hat einen Dreck dagegen. Ohne Witz. Ja, wenn der nicht wäre mit seinem Bullets da, wäre das eigentlich okay. Können wir sogar die Kakteen schaffen. Ja, mit seinem Bullets haben wir schon wieder abgeschossen. Der Fuckfrosch da. Letzter Versuch. Für diesen Samstag. Kapette habe ich auf 100%. Ja. Das ist auch leichter als das hier.
Ist ein Q-Test. Du machst das extra auf Experte. Das ist ja nicht mal auf Experte. Dann würde ich es ja noch mal stehen. Nehmen wir den grünen Schuss. Vielleicht geht da was. Oder auch nicht. Du bist der letzte Müll. Es gibt noch verrückt, ja. Leicht, mittel, was ich gerade spiele und verrückt. Verrückt. Ja, und die Hitbox ist dann teilweise ein bisschen scheiße. Die ist ein bisschen zu groß geraten. An manchen Stellen. Power-Ups? Nö. In den Run-and-Gun-Levels gibt's Power-Ups, ja. Wenn du Gegner kaputt machst, kommt aus fast jedem Gegner ein Herz raus, was dir wieder Energie gibt. Aber komischerweise... Letzten Samstag haben wir fast nur Run-and-Gun-Levels gehabt. Jetzt kommen nur noch Boss-Levels. Und da gibt es leider keine Power-Ups. SCP-087B. Das stimmt. Oder Eis. Eis. Wo ist der Milanese eigentlich? Ist der wieder im Klo eingeschlafen oder was? Genau rein. Mhm. Und Baum. Der Wit gebracht, der Wit gemixt. Mitgebrachter Whisky. Mitgebrachter Whisky ist auch schwer auszusprechen. Mitgebrachter Whisky schlabbern. Cool auf den Halloween-Modus. Ich irgendwie gar nicht.
Dann, 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 dann. Oh komm, warum denn? Warum denn? Na, da einmal getroffen wirst, ist vorbei. Ich dachte vielleicht da oben links ist ein Safe Spot oder so. Wäre natürlich cool. Es gibt gar keinen Safe Spot, Mann. Aus dem Erdgeschoss hat noch Abfälle geworfen, als er den Krise in die getreten hat. Nach da oben Dattel gerufen hat. Die Erdgeschoss-Oma, das sind immer die besten. Die Oma ist aus dem Erdgeschoss. Du hast auch keine... Wenn du getroffen wirst, du bist sofort wieder verletzbar. Das finde ich auch scheiße. Das finde ich ein bisschen scheiße. Nee, das hätten sie mal anders lösen können hier. Ich bin gerade echt... Ich habe keine Motivation mehr auf das Spiel. Weil ich keine Ahnung habe, wie das gehen soll. Das ist so schlecht gemacht. Das sieht gut aus und geile Musik, aber das haben sie irgendwie schlecht. Hier gibt es überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwie zu lernen. Jetzt bei dem Cuphead irgendwie. Ich habe da... Das hat einfach nur schlecht ausbalanciert. Ich würde es aber schon gern noch durchschaffen. Aber nicht heute. Ich glaube nicht heute. So, ich mache noch 3 Versuche nach dem. Und dann ist Schicht für heute. Geht's morgen weiter. Und nicht mit diesem Spiel. Der Schuss taugt gar nichts, der ist voll schwach. Der ist bei Streuschüssen immer so, die sind immer schwach. Die taugen nie was. Oha. No, okay, jetzt noch 3. Streuschieß, Sturmstuhl. Richtig. Brauche Glaserl Wein. Jetzt trinkt man noch ein Glaserl Wein. Jachi, jachi, jaho.
Vieh. Echt du. Oh, ich hasse es. Heute haben wir überhaupt keinen Fortschritt gemacht. Wir haben eine, die haben die Prinzessin geschafft. Das war alles heute. Wir haben heute nicht geschafft in diesem Mist. Oh Mann. Nichts haben wir geschafft heute. Oh, der ballert gleich. Ja, du Arsch! Das hasse. Wer? Warum kann man den nicht kaputt schießen, den Typ da unten? Muss irgendwie gehen. Irgendwie. Ja, schießt mich ständig kaputt. Oh, noch zwei. Würde es den Tiny Mode geben wie ein Cuphead, wäre das gar nicht so schlecht zu machen hier. Nicht ganz Bullets, aber ohne. Haben wir einfach eine zu hohe Hitbox. Zu große. Eine Halloween weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Gucken, was rauskommt, ne? Bis dahin. Garnes Techkisch. So, letzter Versuch. Ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Das ist unmöglich. Ohne Hit hier. Guck dir diesen Scheiß an. Das ist schwerer als jedes Cuphead-Level. Das ist einfach nur... Nee, ist nicht gut. Gib's auf. Nee. Hat nicht sollen sein. Okay. Zuletzt für Filme und Serien gesehen hast, eigentlich keine. Im Moment zu gar nichts. Weder Serien schon gleich gar nicht und Filme eigentlich auch nicht. Schlag alles he, jo. Wir schlagen alles he. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Vielleicht gebe ich dem Spiel noch eine Chance, aber ich weiß es nicht.
Und ich sehe nicht mal so ein bisschen an. Ja, eine Chance vielleicht. Ein Stream gebe ich dem Spiel noch. Mach mal ein Beach House Set. Ich weiß nicht, was der Insider heute schreibt. Der Insider hat hier schon hier die Lampen an, glaube ich. Jeder gegen jeden. Gucken wir mal irgendwann. Heute nicht mehr. Ich bin nämlich reif für die Falle. Panik da rechts. Seh nur Pizza. Seh nur Pizza. Die Kuhmusik. Die Kuhmusik. So. Morgen 15 Uhr gibt es wieder einen Wunschstream. Dann dürft ihr wieder was wünschen. Und der Name daher Wunschstream. Danke fürs Zuschauen. Und bis morgen, wenn ihr mögt. Montag eventuell auch ein Stream. Schauen wir mal. Vielleicht Slaps and Beans 2 ist ja gestern rausgekommen. Da hätte ich mal Bock drauf. Wenn nicht, dann vielleicht Only Up. Da müssen wir auch mal irgendwie weiterkommen. Also, Spiele sind genug da. Schauen wir mal. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und einen schönen Start in den Sonntag. Ciao, bis moin. Servus. Und danke noch für den Follow, Caligula Midas.